Jetzt guckt euch mal diesen nicen Skin an. Ob ich nur das neu hab, seht ihr in diesem Video. Der typische Kabal-Influencer würde jetzt erstmal den hier machen. Herzlich willkommen zum Gear Showcase. Morgen ist der 15.9., also heute ist der 14.9., an dem ich dieses Video aufnehme. Und morgen kommt der neue Patch, Episode 30. Und ja, ich wollte euch einmal heute zeigen, was denn so in der Episode 29 beim guten Ronald passiert ist. Yes, und legen wir direkt mal los. So, dann fangen wir mal mit dem Equipment an. Die beiden Katanas sind alt, die kennt ihr schon. Ebenso die Rüstung. Das Archidium-Epaulett ebenfalls alt, Bike alt. Hier die erste Neuerung, Carnelion plus 10 ist da. Ebenfalls plus 10. Der gute Belt, der Charm ist immer noch alt. Der Charm. Ronald hat seinen Charm nicht verloren. Okay, das war weird, sorry. Ebenso sind die Arcanas neu. Es gab irgendwie so einen Bug, da konnte man den Arcana auf Guardian beim NPC holen und das habe ich dann genutzt. Sonst konnte man das ja nur per Cash machen. Ja, den habe ich relativ günstig so bekommen, da habe ich zugeschlagen. Critical Ring plus 2 alt. Ring of Luck plus 3 tatsächlich neu. Tyrant Ring alt. Tempus Ring neu. Hier gehen Grüße raus übrigens an Nirjai. Der Gute hatte mir den Rohling dafür gegeben. Die Earrings sind alt. Bracelet of Fighter plus 7 ebenso alt. Was neu ist, mein erstes Sienna habe ich dem guten Royal abgekauft. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Amulett ist alt und ebenfalls habe ich das sogar geschenkt bekommen vom guten Royal. Ne? Also an dieser Stelle doppelte Grüße. So, die Effectors sind alle alt. Pet. Ja, ist ein paar Level gestiegen. Immer noch mehr oder weniger Trash in den Slots. Still in progress. Beim Costume gibt es eine Neuerung. Und zwar, Grüße gehen raus an den aufmerksamen Zuschauer, der gesagt hat, Ronny, mach dir mal da ein paar Slots drauf. Das kostet doch nichts. Habe ich gemacht. Und sogar einmal Sword Amp auf ganz günstig reingeballert. Und die viel wichtigere Nachricht. Ich habe nach 1,5 Jahren Suchen endlich den Demonite Special Edition Katana Skin bekommen. Ihr wollt nicht wissen, wie viel ich dafür ausgegeben habt? Schreibt's mal in die Kommentare. Tipp, mehr als ein B. Ja, und bei Link Weapon gibt's nichts zu zeigen. Kommen wir zu Soul Ability. Da hat sich meines Wissens nichts getan. Könnte ich irgendwann mal erweitern. Das sind die Essenz-Runen und hier meine einzige Blended-Rune. Hier hatte ich letzte Mal noch 2 PvP-Runen drin. Da ich das eh nicht spiele, habe ich es mal gelöscht, damit ich Platz habe für ein neues. Einer der wichtigsten Neuerungen. Dem aufmerksamen Zuschauer ist es schon aufgefallen. Tatsächlich bin ich endlich Level 200 geworden, ja. Und mit diesem Level habe ich unter anderem das Overlord Mastery oder den Overlord freigeschaltet und bin sogar da schon Level 30, ja. Habe dann quasi hier die Punkte verteilt. Bei Defense sehen wir noch nichts. Und demnach konnte ich auch ein paar Punkte hier beim Skill Transcendence Train verteilen. Ja, das füllt sich ja automatisch. Ich habe mal diesen Weg eingeschlagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich am Ende eh alles. So, die guten Force Wings, die keiner sehen will. Ja, Progress, Level 83. Tatsächlich sollte ich da einfach mal öfter das Wing Dungeon laufen, um hier mal zuzusehen. Ich denke, das nächste Goal sollte da auf jeden Fall die 100 sein. Mit dem Erreichen von 200 kam natürlich auch das Honor Medal dazu. Hier ist ehrlich gesagt noch nicht viel passiert. Und apropos Honor, der Birra ist auch Honor Rank Level 20. So. Ja, Merit Mastery. Ihr wisst, ich bin der TG-Faule. Da hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan, aber es ist nicht nennenswert. Aber ich habe quasi mir einen Force Archer erstellt, mit dem mir tatsächlich der TG mehr Spaß macht als mit einem Blader. Es ist der gute Jonald und der wird mir in Zukunft das Merit-System etwas vollknallen. Schön von der Ferne. So, kommen wir zu einer Sache, die ich, glaube ich, im letzten Gear Showcase gar nicht gezeigt habe. Und zwar die Achievement Total Title Stats, ja.
Nennenswert ist da vielleicht Normal Attack Damage Up aus Edge of Phantom. Und auch noch ein paar Stats habe ich bekommen, da ich nun auch The Endless One freigeschaltet habe für Combined Level 1000. Und kleiner Side-Fact, Pretty means everything. Phew. Eine Sache, die ich letztes Mal auch nicht gezeigt habe. Man lernt immer dazu. Die Collection Completion List. Und vielleicht lohnt es sich, das auch gar nicht zu zeigen, denn der Papa ist da noch gar nicht so fleißig gewesen. Ja, und hier muss ich tatsächlich gar nicht scrollen. Das seht ihr alles auf einen Blick. So, und last but not least, die guten Charakter-Detail-Stats. Guckt es euch gerne an. Ja, was ist seit letztem Mal passiert? In der Attack-Power sind wir um 1449 gestiegen und in der Defense-Power um 1624. Das Ganze ist in Ordnung. Der Progress ist da. Ich hatte einen vollen Zeitplan mit der Uni und demnach bin ich einigermaßen zufrieden. Es würde natürlich mehr gehen mit mehr Zeit, aber ja, das Goal ist 10.000 AA bis zum Ende des Jahres und ja, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Mal gucken, ob die Zeit mir es ermöglicht. Ja, was meint ihr? Schaffe ich das bis Ende des Jahres? Mit dem Tempo muss ich zusehen oder ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und falls ihr auf irgendwas Bock habt, irgendwelche Kabal-Videos, dann schreibt doch ein paar Ideen gerne unten in die Kommentare oder besucht mich live auf meinem Stream auf Twitch. Findet ihr alles in der Infobox. Peace.